Diese doppelte Moral, die ist es, die mich häufig sehr abstößt. Man muss Kriegsverbrechen untersuchen, egal wer sie begeht. Aber wenn man Kriegsverbrechen nur untersucht bei den politischen Widersachern und bei den eigenen Leuten, in Anführungsstrichen, lässt man es durchgehen. Damit ist man nicht sehr vorbildlich mit Blick auf andere Länder in der Welt. Und dann muss man sich den Vorwurf der Heuchelei und des Messens mit zweierlei Maß natürlich gefallen lassen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marc spricht mit heute Michael Lüders. Herr Lüders, herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank für das heutige Gespräch. Ja, sehr, sehr gerne lade ich Sie ein. Ich habe schon viele Bücher von Ihnen gelesen. Ich möchte Sie kurz dem Publikum vorstellen. Sie waren lange Zeit Nahostkorrespondent bei der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit und berichten schon seit den 90er Jahren aus Afghanistan. Sie sind Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft, übrigens Nachfolger von dem berühmten Peter Scholl-Latour, den jeder kennt. Und Sie sind der absolute Nahost-Experte. Wenn es in Deutschland um eine Koryphäe geht, dann werden Sie meistens genannt. Und parallel natürlich Bestseller-Autor. Und heute möchte ich mit Ihnen über den neuesten Bestseller sprechen, nämlich Hybris am Hindukusch, wie der Westen in Afghanistan scheiterte. Es ist ein sehr, wie ich finde, ernüchterndes und auch erschreckendes Buch, aber absolut lesenswert. Und ich war teilweise, um ehrlich gesagt zu sein, geschockt, tatsächlich. Also was Sie alles herausgefunden haben in Ihren Recherchen, ist schon sehr beeindruckend. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, die Engländer waren schon in Afghanistan, die Russen waren schon in Afghanistan und sind alle grandios gescheitert und haben ihre Finger verbrannt. Wieso haben die USA nicht in den Rückspiegel der Geschichte geschaut und daraus gelernt? War es die Hybris? Das spielte sicherlich wesentlich mit eine Rolle. Die amerikanische Intervention in Afghanistan war ja das Ergebnis der Terroranschläge des 11. September 2001. Die Weltmacht war verunsichert, im Nerv getroffen und der Reflex verlangte natürlich nach Vergeltung. Nur wo wollte man jetzt vergelten? 15 der 19 Attentäter kamen aus Saudi-Arabien, mit denen die USA sehr enge Beziehungen unterhalten. Geplant wurden die Anschläge ganz wesentlich in Hamburg. Hamburg oder Deutschland zu bombardieren, verbot sich auch. Aber Afghanistan, das erschien das richtige Shithole-Country zu sein, in den Worten des späteren US-Präsidenten Donald Trump. Die Taliban hatten Osama bin Laden beherbergt. Das war dann sozusagen der Anlass für den Angriff. Aber man hatte das alles in der Tat nicht richtig durchdacht. Die Amerikaner glaubten und auch die mit den Amerikanern verbündete NATO, das sei eine schnelle Operation. Man werde den Sieg erringen und man könne dann, nachdem man die Taliban gestürzt habe, eine pro-westliche, demokratisch orientierte Regierung in Kabul einrichten. Aber diese Pläne sind aus verschiedenen Gründen grandios gescheitert. Absolut, absolut. Ich meine, ich habe mich auch gefragt beim Lesen Ihres schönen Buches, ob die USA oder die Politik dort schizophren ist, weil man hat ja die Taliban jahrelang auch mit aufgebaut, um dann gegen sie zu kämpfen und schließlich wieder die Macht zu übergeben nach 20 Jahren Krieg, nach Terror, nachdem man ein ganzes Land eigentlich zerstört hat, tausenden Toten und Billionen an Kriegskosten und vor allem auch eine schwer traumatisierte Generation, die man hinterlassen hat, nicht nur in Afghanistan, sondern auch in den eigenen Reihen, bei den jungen Soldaten, die in Afghanistan in den Krieg geschickt worden sind. Also dahingehend die Frage tatsächlich, ist es Schizophrenie und ist es die Hybris? Hybris spielt immer eine Rolle, wenn ein Land ein anderes überfällt. Das sehen wir im Falle Afghanistans, das sehen wir im Falle des russischen Angriffs auf die Ukraine. Es gibt immer in den obersten Etagen der Macht strategische Überlegungen, den eigenen Machtbereich auszudehnen auf Kosten anderer. Und die USA hatten geglaubt, sie hätten leichtes Spiel in Afghanistan. Die Taliban, übersetzt Religionsstudenten, waren ja und sind ja auch nun wahrhaftig keine Sympathieträger. Und es ist ja schon ein Phänomen. Das sind ja im Grunde genommen Sandalenkrieger, bewaffnet in erster Linie mit Kalaschnikows. Dennoch ist es ihnen gelungen, eine Weltmacht in die Knie zu zwingen. Die Taliban waren ja schon einmal an der Macht, nämlich von 1996 bis 2001. Und sie sind an die Macht gekommen, weil sie damals das Chaos, das in Afghanistan entstanden war, nach der Vertreibung der sowjetischen Besatzer, dieses Chaos hatte zur Folge, dass niemand mehr seines Lebens sicher war. Und die Taliban haben dann im Südosten des Landes, in der zweitgrößten Stadt Kandahar, ihren Siegeszug angetreten, weil sie für Ruhe und Ordnung, für die Befriedung des Landes sorgten. Sie waren erfolgreich. Sie hatten die Unterstützung der lokalen Bevölkerung. Der pakistanische Geheimdienst ist schnell auf sie aufmerksam geworden, hat sie massiv unterstützt. Und so konnten sie am Ende sogar die Hauptstadt Kabul einnehmen. Nur 2 Jahre später haben die Macht übernommen
und ein politisches System eingeführt, das für unsere Verhältnisse kaum nachvollziehbar sind. Eine männerbündische Form der Regierung, wo einige wenige Auserwählte das entscheidende Sagen hatten. Aber, und das ist für uns schwer verständlich, sie hatten darin die Unterstützung weiter Teile der Bevölkerung. Und nachdem sie nun gestürzt waren durch die USA 2001, entstand ein Vakuum, das andere gefüllt haben. Die hatten aber nicht die Unterstützung der Bevölkerung. Dazu muss man wissen, dass Afghanistan, anders als ein europäisches Land, ein multiethnisches Land ist. Das bedeutet, es gibt verschiedene ethnische Gruppierungen. Die größte sind die Paschtunen, stellen wir für die Hälfte der Bevölkerung. Ja. Und die Paschtunen, aus deren Reihen kamen immer die Machthaber in Pakistan, aber es gab in Afghanistan, Entschuldigung. Und es gab aber auch viele andere Ethnien und die sind im Wettstreit miteinander und da heißt es, die Macht austarieren. Das haben die Amerikaner unter anderem völlig unterschätzt und nicht richtig angepackt. Also fehlendes Wissen über die Kultur, eigentlich über die Tradition. Man muss sich, ja, unbedingt. Und man muss sich immer vor Augen halten, Afghanistan ist ein sehr gebirgiges Land. Also ja, wie die Schweiz, wie Norwegen. In einem solchen Land kann man hervorragend einen Guerillakrieg führen, anders als beispielsweise im Irak oder in Syrien. Diese Länder sind überwiegend flach. Da kann man also als Armee mit Panzern durchrollen und aus der Luft sehr schnell den Sieg erringen. Aber das geht eben nicht, wenn man ein Gebirgsland zu kontrollieren versucht, das über so viele Hügel, Berge und Rückzugsmöglichkeiten verfügt. Diese Erfahrung haben die Briten gemacht im 19. Jahrhundert, die Sowjets in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts und nun zuletzt also die Amerikaner und die NATO, die diese Topografie völlig unterschätzt haben. Und sie haben noch etwas anderes unterschätzt. Paschtunen leben nicht nur in Afghanistan, sondern auch im Nachbarland, im östlichen Nachbarland Pakistan. Und als die Taliban dann von der Macht bombardiert wurden in Afghanistan, ist ihre Führung, sind viele ihrer Kämpfer rübergegangen auf die andere Seite nach Pakistan und haben von dort aus den Kampf weitergetragen. Ja, und dieser Krieg 20 Jahre lang der US-Armee ist auch krachend gescheitert. Wir haben diese dramatischen Szenen alle gesehen am Flughafen von Kabul, wie die Menschen noch versucht haben, den Flug zu bekommen. War für Sie als Experte dieser Abzug überraschend, den wir da gesehen haben? Die Schnelligkeit und das absolute Chaos dieses Abzuges war in der Tat eine Überraschung, auch der Zeitpunkt. Aber andererseits wusste man eigentlich schon seit dem Februar 2020, dass es in diese Richtung gehen würde. Im Februar 2020 haben die USA nach längeren Verhandlungen mit den Taliban im Golfemirat Katar, in der dortigen Hauptstadt Doha, einen Vertrag unterzeichnet. Und dieser Vertrag beinhaltet, dass die Amerikaner ursprünglich bis Mai 2021 aus Afghanistan vollständig abziehen wollten. Es ist dann der August geworden. Aber es war trotzdem klar mit dieser Vereinbarung, dass die Amerikaner Afghanistan verlassen würden. Insoweit hätte eigentlich niemand überrascht sein müssen, dass auf einmal die Taliban wieder an der Macht sind und dass vor allem eine Regelung gefunden werden musste oder es hätte eine Regelung gefunden werden müssen für die vielen Ortskräfte, die man im Regen hat stehen lassen. Mhm. Es war einerseits der Zeitpunkt überraschend, dass die Taliban das so schnell geschafft haben, aber wie gesagt, dass die Amerikaner abziehen würden, das wusste man seit Februar 2020. Aber jetzt haben Sie das Stichwort schon genannt, chaotisch. Und zwar so chaotisch, dass man für Milliarden Armee-Equipment hinterlassen hat, das jetzt die Taliban eigentlich hat und besitzt. Also ist das dann eigentlich die Grundlage für einen neuen Krieg oder für weitere Konflikte, wenn die jetzt mit teurem Equipment aus amerikanischen Händen ausgerüstet sind? Ich denke, dass die Probleme, die die Taliban jetzt haben, nachdem sie am 15. August 2021 die Macht erneut übernommen haben, in Afghanistan ganz andere sind, weniger militärische als vor allem finanzielle und sicherheitstechnische. Es gibt noch weitere Islamisten, die noch radikaler sind als die Taliban, die kontrollieren Teile Afghanistans, nämlich der Islamische Staat. Und den zu bekämpfen, das fordert für die Taliban viele Herausforderungen. Das sind große Probleme, das zu leisten. Hinzu kommt, dass die Amerikaner gewissermaßen als Rache für ihre Niederlage, die sie erlitten haben in Afghanistan, das ist ja ihre zweite Niederlage gegen Sandalenkrieger, wenn ich so sagen darf, seit 1975, als damals gegen den Vietcong der Krieg in Vietnam verloren wurde. Und die Amerikaner haben sich gerecht, indem sie alle Auslandsguthaben der afghanischen Zentralbank gesperrt haben und Afghanistan vom SWIFT-Bankenzahlungssystem ausgeschlossen haben.
Damit kommt kein Geld mehr ins Land rein, eigentlich nur noch mit Koffern. Und das Land, die Taliban-Regierung, kommt nicht an Geld heran. 80% der Gehälter in der Vergangenheit wurden aber von ausländischen Hilfsorganisationen bezahlt, für die ganzen Beamten und Angestellten. Diese Gehälter können jetzt nicht mehr gezahlt werden. Das führte zu einer enormen Verelendung der Bevölkerung. Die Taliban haben kein Geld, keine Devisen zur Verfügung. Das Ergebnis ist eine massive Hungersnot, die sehr, sehr gravierend ist und die dazu geführt hat, dass schon Hunderttausende in Richtung Pakistan oder aber in Richtung Iran geflüchtet sind. Die Lebensbedingungen für die Afghanen sind eine Katastrophe. In der hiesigen medialen Darstellung hört es sich immer so an, als seien allein die Taliban dafür verantwortlich. Das sind sie aber nur zum Teil. Die Krux ist, dass sie keinen Zugang mehr haben zum internationalen Zahlungsverkehr. Sie können damit keine Lebensmittel, keine Medikamente, rein gar nichts mehr einkaufen. Und das Elend der Afghanen hat wirklich katastrophale Ausmaße angenommen. Damit nicht genug. Joe Biden, der US-Präsident, hat im Februar per präsidiales Dekret von den 7 Milliarden US-Dollar afghanischer Auslandsvermögen, die in den USA festgefroren waren, die Hälfte, 3,5 Milliarden, konfisziert. Man könnte auch sagen, er hat sie gestohlen, um sie zu verteilen unter den Opfern der Terroranschläge des 11. September 2001. Das ist, wie gesagt, legal gesehen, juristisch gesehen Diebstahl. Die Afghanen bräuchten dieses Geld dringend und vor allem mit dieser Logik, dieses Geld einfach zu konfiszieren, unterstellt ja die Regierung Biden, dass die Afghanen kollektiv als Volk verantwortlich wären für 9/11. Das ist nun wirklich purer Zynismus, denn die eigentlichen Mörder dieses Tages, die stammten maßgeblich aus Saudi-Arabien, aber da möchte man nicht rangehen, weil es ein enger Verbündeter ist. Genau, Stichwort Petrodollar. Ne? Da gibt es einen alten Deal aus den 50er Jahren. Ihr liefert das Öl und wir beschützen euch. Und die Geschäfte laufen alle über US-Dollar, deswegen auch der Name Petrodollar. Jetzt sehen wir ja gerade, dass da die ersten Staaten schon auch die Rohstoffdeals machen in anderen Währungen. Sehen wir gerade das Ende des Hegemon USA, weil der Krachen geschaltet ist in Libyen, in Syrien, aber auch in Afghanistan und im Irak. Und dass jetzt die ersten Staaten wie Saudi-Arabien sagen, wir machen auch Deals in Euro oder vielleicht auch in anderen Währungen oder wie Putin mit Rubel, Gold oder Bitcoin? Ja, die globale Entwicklung geht genau in diese Richtung. Das hat jetzt weniger mit dem Krieg in Afghanistan zu tun, sondern damit, dass die USA seit vielen Jahren mit einer gewissen Willkür Sanktionen verhängen gegenüber ganzen Staaten, allen voran dem Iran, Nordkorea und eben jetzt auch Afghanistan, aber auch gegenüber vielen Einzelpersonen, gegenüber Banken und so weiter. Zuletzt haben wir es im Falle Russlands gesehen. Das kann man natürlich alles machen. Die USA sind die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt, auch wenn die Chinesen ihnen dicht auf den Fersen sind. Aber der Umstand, dass dieses Sanktionsregime so exzessiv angewendet wird, führt natürlich dazu, dass andere nicht westlich orientierte Staaten, allen voran Russland und China, in den letzten Jahren dazu übergegangen sind, alternative Zahlungsmodalitäten zu ergründen. Das führt dazu, dass China zum Beispiel mit zahlreichen Ländern auf der Welt schon in der chinesischen Landeswährung handelt. Die Russen werden dies jetzt verstärkt tun mit Rubel. Und mittelfristig führt das dazu, dass der Dollar nicht mehr die alleinige Weltleitwährung sein wird. Auch die Bedeutung des Euros wird abnehmen. Und das ist für die Amerikaner perspektivisch ein großes Problem, denn sie können ihre immense Staatsverschuldung nur deswegen finanzieren, weil der Dollar als Weltleitwährung noch gültig ist oder international anerkannt wird. Das bedeutet, die USA können sich im Prinzip grenzenlos verschulden. Wenn sie aber nicht mehr die alleinige Weltleitwährung stellen, sondern Konkurrenz bekommen von anderen, dann werden viele internationale Handelspartner misstrauisch werden und das kann dann den wirtschaftlichen Niedergang der USA recht zügig beflügeln. Ja, da haben Sie tatsächlich recht. Wie gesagt, auch die USA und China und Russland haben jetzt einen Rohstoffdeal abgeschlossen, bezahlt in Euro, höre da, also wirklich ganz neue Richtungen. Und wir sehen einfach die Angriffe auf den US-Dollar. Und dann wird es natürlich spannend, wie Sie Ihre Defizite finanzieren möchten in Zukunft. Sie sind ja Nahostexperte. Seit Jahrzehnten sehen wir immer wieder Probleme, egal ob jetzt in Syrien oder auch in Palästina oder halt jetzt in Afghanistan, Irak und so weiter. Wie sehen Sie die Zukunft für diese Region?
Ja, die arabisch-islamische Welt ist eine, die in ganz großen Schwierigkeiten steckt, aus verschiedenen Gründen. Zum einen leiden diese Länder sämtlich darunter, dass sie über unfähige Regime verfügen. Es sind Länder, deren politisch Verantwortliche in der Regel nicht das Gemeinwohl im Sinn haben, sondern vor allem das Wohlergehen der eigenen Machtelite. Das sind häufig Familienverbände, Clans, ethnische oder religiöse Gruppierungen. Die arabisch-islamische Welt insgesamt ist nur teilweise in der Moderne angekommen. Wir haben vielfach noch starke feudalstaatliche Elemente. Die Industrialisierung hat nur in Teilen stattgefunden. Das alles führt dazu, dass wir eine Art blockierte Entwicklung in Richtung Moderne haben. Der Staat versteht sich vor allem als repressives Instrumentarium, um die Bevölkerung in Schach halten zu können. Gleichzeitig werden aber selbst große Geldmengen, die zum Beispiel die Erdöl produzierenden Länder haben, nicht notwendigerweise eingesetzt, um diese Länder in Richtung Zukunft fit zu machen, weiterzuentwickeln. Mit Ausnahme der kleineren Golfstaaten ist das eigentlich nirgendwo zu beobachten. Hinzu kommt, dass ausländische Interventionen, Sowjetunion in Afghanistan oder die USA in verschiedenen Ländern in der Region, im Irak, in Libyen, in Syrien, der Versuch, Bashar al-Assad zu stürzen. Im Jemen gibt es einen blutigen Krieg, den die USA und Großbritannien auf der Seite Saudi-Arabiens unterstützen, in der Hoffnung, dadurch den Iran zu schwächen. Diese Einflussnahme von außen, die Unfähigkeit der jeweiligen Machthaber und das fehlende Denken in Richtung, wie gestalten wir eine bessere Zukunft, wie können wir das Gemeinwohl vorantreiben, katastrophale Gesundheitsvorsorge, katastrophales Bildungssystem, die Jugend, die Kinder lernen wenig in den Schulen. Das alles sind keine guten Rahmendaten und ich fürchte, dass die traumhafte Welt des Orients, wie man sie vielleicht noch in den 70er, 80er Jahren persönlich erleben konnte, das ist Vergangenheit. Wir haben heute entweder arabische Länder, die in Gewalt versinken oder aber die im Begriff stehen, dieses zu tun. Mit Ausnahme, wie gesagt, vor allem der kleineren Golfstaaten, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, das sind sozusagen die Superstars im arabischen Kontext, weil sie über sehr, sehr viel Geld verfügen aufgrund ihrer Erdgasreserven insbesondere. Also genau, also Ihre schonungslose Analyse sieht man auch im Buch. Deswegen ist das Buch auch so lesenswert, weil Sie einfach kein Blatt vor den Mund nehmen und einfach Tacheles reden. Das fand ich sehr erfrischend, aber natürlich auch erschreckend. Und ich sehe es genauso nach der Lektüre auch des Buches. Und ich war jetzt zum Beispiel auch in Dubai und so weiter. Da sieht man einfach den Kontrast. Das ist eine Diktatur, die macht es natürlich dann ein bisschen besser und so. Aber auch ich habe wenig Hoffnung, dass die arabisch-islamische Welt irgendwie zeitnah in Frieden leben wird gemeinsam oder dass da irgendwie Wohlstand erzeugt wird, weil wir halt korrupte Eliten sehen und weil da auch es an Bildung fehlt einfach. Aber was werden denn Ihre Lösungen? Lösungsvorschläge, um diesen Menschen zu helfen, weil da leben ja auch relativ viele Menschen, hunderte Millionen. Und wie könnte man diese schöne und auch rohstoffreiche Region dahin bewegen, Wohlstand für die Menschen zu erzeugen oder in Frieden zu leben? Ja, die Frage ist sehr berechtigt und man muss sie herunterbrechen auf die jeweiligen Länder. Also die Verhältnisse in Marokko oder in Libyen sind natürlich ganz andere als die in Pakistan oder in Afghanistan oder in Indonesien. Aber ich glaube, zwei Dinge sollten einem doch klar sein. Die Förderung oder Befeuerung von militärischen Konflikten in der Region, in der Hoffnung, damit unliebsame Machthaber loszuwerden, ist keine gute Idee. Denn am Ende sind dann ganze Völker, ganze Länder ins Chaos gestürzt. Das löst Flüchtlingsbewegungen aus, wie wir es gesehen haben, aus Syrien, aus dem Irak, zum Teil aus Afghanistan und dem Iran. Das alles kann nicht der Sinn der Sache sein, Flüchtlingsbewegungen auszulösen oder die Bevölkerung so sehr zu strangulieren, wie das insbesondere im Iran zurzeit geschieht, infolge der Sanktionen, dass da Millionen Menschen keine Zukunft haben. Wenn zu viele Menschen keine Zukunft haben, dann führt das zur Anwendung von Gewalt, dann fördert das extremistische Ideologien. Also diese ganzen Regime-Change-Vorstellungen, davon sollte man Abstand nehmen. Man sollte pragmatisch mit den Ländern in der Region verfahren. Die Verhältnisse sind unerfreulich,
aber es gibt einerseits großen Pragmatismus in wirtschaftlicher Hinsicht, mit diesen Ländern zusammenzuarbeiten. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Bei Rüstungsausgaben sieht das anders aus. Es ist wirklich erforderlich, dass man beispielsweise Ägypten dermaßen massiv aufrüstet, wie das geschieht. Ägypten ist neben Israel der größte Abnehmer deutscher Rüstungsgüter außerhalb der Europäischen Union. Ägypten ist aber gleichzeitig auch eines der ärmsten Länder in der Region. Das ist sehr kurzsichtig, eine solche Politik so zu betreiben, und es trägt natürlich nicht zur Stabilisierung bei. Grundsätzlich glaube ich, dass wir auch einmal ein bisschen Demut lernen müssen. Wir sind sehr davon überzeugt, moralisch auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Wir wissen genau, wer oder was das Gute ist und wer oder was das Böse ist. Da kann man alle Konflikte der Welt sich anschauen, die wir haben. Russland, Ukraine, Afghanistan unter den Taliban. Wir wissen immer ganz genau, wo der Feind steht. Aber die Wahrheit ist häufig nicht schwarz oder weiß, sondern sie enthält viele Grautöne. Natürlich sind die Taliban keine Leute, mit denen man, wenn ich so sagen darf, ein Bier trinken gehen möchte oder auch mal einen Tee. Aber sie haben die Macht. Jetzt kann ich das beklagen und kann sagen, pfui, das darf doch nicht wahr sein, die unterdrücken die Frauen, das tun sie wahrhaftig. Aber wir werden es nicht ändern können. Wir können nicht nur aus der Perspektive des Pfui handeln, sondern wir müssen uns überlegen, was war eigentlich sinnvoller, jetzt 20 Jahre lang einen Krieg zu führen, der ein Vermögen gekostet hat, einen Bruchteil dieses Geldes eingesetzt, um die Lebensbedingungen dort zu verbessern, um zum Beispiel den Mädchen den Schulbesuch zu ermöglichen in Armutsländern wie Afghanistan oder Pakistan. Das wäre sinnvoll investiertes Geld gewesen. Aber in solchen Kategorien denken die Mächtigen dieser Welt nicht, weil sie ganz anders ticken, meistens ignorant sind gegenüber den Verhältnissen vor Ort. Man muss sich vor Augen führen, dass die Taliban, nachdem sie gestürzt waren, ihre Bereitschaft bekundet haben, teilzuhaben an der politischen Neuordnung, wie sie auf dem Petersberg bei Bonn politisch beschlossen wurde, durch die Vereinten Nationen, unterstützt von der Bundesregierung 2001. Die Taliban wollten teilnehmen an diesem Neuanfang, aber die Amerikaner haben sich dem versperrt, haben gesagt, wir diskutieren nicht über Kapitulationsverhandlungen. Die waren so erfüllt von der Annahme, sie könnten die Taliban in Grund und Boden bomben. Ja, und das Ergebnis haben wir dann gesehen. George W. Bush erklärte im Mai 2003, wir haben die Taliban vernichtet. Das ist die Wahrnehmung gewesen in Washington. Aber diese Wahrnehmung hatte nichts zu tun mit der Realität. Die US-Botschaft in Kabul hat schon 2005 klipp und klar nach Washington gemeldet, wir werden diesen Krieg in Afghanistan nicht gewinnen können. Schon 2005. Und der Krieg ging noch bis 2021. Und der einzige Grund, warum dieser Krieg nicht beendet wurde, war, dass man einen solchen Krieg natürlich nicht beenden möchte mit Gesichtsverlust. Es muss irgendwie einen Ausweg geben. Und den haben die Amerikaner für sich nicht gefunden. Also wurde gekämpft und geschossen. Und es sind Zehntausende und Abertausende ums Leben gekommen. Zivilisten, Frauen, Kinder, alles völlig egal. Und wenn Sie mir die offene Bemerkung gestatten, es ist so, es ist furchtbar, was dort geschehen ist. Und es ist furchtbar, was in der Ukraine geschieht. Es ist richtig, dass man in der Ukraine sagt, hier haben Kriegsverbrechen stattgefunden und die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Im Vergleich dazu, in Afghanistan sind Zehntausende von Zivilisten zu Tode gekommen. Frauen und Kinder vor allem. Die maßgeblich Verantwortlichen dafür sitzen in Washington und bei der NATO in Brüssel. Und die USA haben es geschafft, alle Versuche des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag zu unterlaufen und zu beenden, diese mutmaßlichen US-amerikanischen Kriegsverbrechen in Afghanistan zu untersuchen. Es bleibt die Frage, ob Russland dieses Privileg auch gegeben sein wird oder ob man Russland nicht doch dann vor die Anklagebank bringt. Diese doppelte Moral, die ist es, die mich häufig sehr abstößt. Man muss Kriegsverbrechen untersuchen, egal wer sie begeht. Aber wenn man Kriegsverbrechen nur untersucht bei den politischen Widersachern und bei den eigenen Leuten, in Anführungsstrichen, lässt man es durchgehen. Damit ist man nicht sehr vorbildlich mit Blick auf andere Länder in der Welt. Und dann muss man sich den Vorwurf der Heuchelei und des Messens mit zweierlei Maß natürlich gefallen lassen. Da sprechen Sie mir aus der Seele, da bin ich absolut d'accord. Die USA hat in den letzten 20 Jahren einige Kriege gestartet, auch aufgrund von falschen Tatsachenbehauptungen oder man kann auch sagen Lügen, und kamen immer mit einem blauen Auge davon, beziehungsweise hatten sowas wie einen Persilschein, weil sie waren ja die Armen, die getroffen wurden durch diesen schrecklichen Terroranschlag am 11. September in New York. Nichtsdestotrotz, es sind Kriegsverbrechen entstanden. Also wir hatten hunderttausende tote Zivilisten im Irak. Wir sehen keine Sanktionen gegen die USA. Also wir könnten ja die mal aus dem SWIFT-System rausschmeißen. Und dahingehend
absolut Doppelmoral und Heuchelei. Also es ist wirklich schlimm und natürlich auch die Art der Kommunikation. Ne? Wir wurden ja alle indoktriniert, auch von der Presse muss man leider sagen, dass die Taliban Monster sind und Saddam Hussein und alles. Ne? Man war ganz klar, man wusste, wie Sie vorhin schön gesagt haben, wer ist gut und wer ist böse. Das war wie damals mit der Sowjetunion und dem Westen. Man wusste ganz klar, der Russe ist der Böse und wir im Westen sind die Guten. Und dieses Narrativ wurde jetzt halt immer wieder neu aufgespielt. Waren es halt mal Taliban oder die ISIS oder Bin Laden. Und es funktioniert natürlich. Ne? Und man denkt immer, wenn die Amis im Krieg sind, das ist für die gute Sache, für die Demokratie. Aber dass da unglaubliche Kollateralschäden entstehen, dass da ganze Regionen für Jahrzehnte zerstört werden, Generationen traumatisiert werden, Zivilisten umgebracht werden, das wird nie groß diskutiert. Und wenn man dann am Kriegsgerichtshof dagegen vorgehen will, droht man ja fast schon mit dem Einmarsch. Ne? Also es ist unglaublich. Und deswegen, ich glaube, die Menschen erkennen das immer mehr. Und ich glaube auch, dass der jetzige Krieg in der Ukraine auch nochmal da das Ganze befeuert. Das ist tatsächlich auch meine Hoffnung. Glauben Sie, die USA wird nochmal in Krieg ziehen in nächster Zukunft? Also sehen Sie da Möglichkeiten oder haben die jetzt auf gut Deutsch die Schnauze voll? Also zunächst einmal Leute wie Saddam Hussein oder Bashar al-Assad in Syrien oder die Taliban, das sind natürlich auch alle schlimme Finger. Das natürlich, ist klar, aber die USA sind jetzt nicht besser. Ja, also wie Sie schon gesagt haben, der Punkt ist einfach der, dass man darf nicht vergessen, dass Leute wie Saddam Hussein oder auch Bashar al-Assad, die sind ja lange hofiert worden, auch vom Westen. Und sie sind eigentlich erst dann in Ungnade gefallen, wenn sie Dinge getan haben, die nicht im westlichen, im US-amerikanischen Interesse lagen. Saddam Hussein hat lange Zeit mit den Amerikanern eng kooperiert. Er war aus Sicht der USA, wenn ich so sagen darf, ein nützlicher Idiot, in Anführungszeichen, solange er Krieg führte gegen den Iran von 1980 bis 1988. Aber als er dann den Bogen überspannte, indem er in Kuwait einmarschierte, 1990 einem engen Verbündeten und Energielieferanten der USA, da hat er die rote Linie überschritten. Ja. Also die Frage, wer ist jetzt ein Guter und wer ist ein Böser oder Schlechter in der internationalen Politik, das variiert je nach Interessenslage. Und natürlich sind das alle schlimme Finger, schlimme Despoten. Aber wenn wir ehrlich sind, wir können uns mit allen Despoten auf der Welt arrangieren, solange sie pro-westlich sind. Es ist ja nicht so, dass Hosni Mubarak in Ägypten ein fähiger Machthaber wäre. Aber er ist pro-westlich, deswegen lässt man ihm viele Dinge durchgehen, die einem nicht pro-westlichen Machthaber keineswegs durchgehen würden. Ja. Nun aber zu der Frage, würden die USA noch einmal einen solchen Krieg führen, in dieser Form, wie wir das gesehen haben, in Afghanistan oder im Irak, das denke ich nicht. Die Amerikaner werden nicht noch einmal mit Bodentruppen, mit 100.000 Mann vor Ort in ein Land einmarschieren. Das ist viel zu teuer. Ja. Und die immensen Kosten dieser Kriege im Irak und in Afghanistan haben nicht unerheblich dazu beigetragen, neben der Finanzkrise 2007 und 2008, dass die USA ihren singulären Status als Weltmacht eingebüßt haben, auf Kosten insbesondere Chinas und in geostrategischer Hinsicht auf Kosten Russlands. Ich denke, die Amerikaner werden künftig im Falle von Shithole Countries, um noch einmal diesen Begriff von Donald Trump zu benutzen, wenn die nicht so funktionieren, wie man das gerne hätte, werden sie vor allem arbeiten mit wirtschaftlichen Sanktionen. Und sie werden mit Cyberangriffen oder mit Drohnenangriffen versuchen, ihre Interessen durchzusetzen oder Armeen vor Ort auszustatten, die dann die betreffende Regierung bekämpfen. Das haben wir seit den 80er Jahren kann man das sehr schön beobachten in Lateinamerika, Zentralamerika, da haben die Amerikaner dieses Spiel genauso gespielt. Aber die große Auseinandersetzung, die USA jetzt führen werden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, das sind die Auseinandersetzungen mit Russland und China. Und dabei geht es vor allem um den Versuch der USA, ihren Niedergang als alleinige Weltmacht aufzuhalten. Denn sie sind nicht mehr die alleinige Weltmacht. China ist den Amerikanern dicht hinterher, wird die USA nach Ansicht der meisten Experten spätestens Mitte der 2030er Jahre als die führende Weltwirtschaftsmacht abgelöst haben. Und das ist für die Amerikaner bitter. Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können sich arrangieren mit den neuen Realitäten oder sie können versuchen, diese Realitäten zu verhindern, um nötigenfalls unter Einsatz von Gewalt ihren alleinigen Status aufrechtzuerhalten. Und dieser Konflikt, den wir jetzt sehen in der Ukraine, ist nicht zuletzt auch der Versuch von zwei miteinander rivalisierenden Mächten, nämlich den USA und Russland, hier die Grenzen der jeweiligen Einflussnahme klar zu definieren. Wir erleben jetzt, dass Russland und China immer enger zusammenarbeiten werden, wirtschaftlich, politisch und sicher auch militärisch.
ob das nun klug war, seitens des Westens Russland sozusagen in das chinesische Lager zu schicken, ist eine andere Frage. Die politische Führung in Russland ist alles andere als, wie soll man sagen, friedensorientiert oder erweckt im Augenblick nicht den Eindruck, sie sei bereit zu kompromissen. Aber nichtsdestotrotz, Kriege haben immer ihre Vorgeschichte und wie ich schon sagte, die Welt ist selten schwarz oder weiß, meistens überwiegen die Grautöne. Jeder Krieg hat seine Vorgeschichte und jeder Krieg hat auch mehr als nur einen Urheber. Und das Wichtige ist auch bei der Beurteilung dieser Krise, dass man jenseits der moralischen Emphase ganz nüchtern fragt, cui bono, wer verfolgt welche Interessen und wo wollen wir uns als Deutschland, als Europäische Union perspektivisch verorten, weiterhin als die Juniorpartner der USA, oder wollen wir eine größere Eigendynamik entwickeln, weg vom amerikanischen Einfluss hin zu einem vielleicht deutsch-französisch geprägten Tandem, das die Führung übernimmt innerhalb der Europäischen Union. Das sind grundlegende Fragen, die eigentlich besprochen werden müssten in der Politik, in den Medien, in der Öffentlichkeit, aber davon hören wir sehr wenig. Ja, absolut. Allerdings kluge Worte. Erwarten Sie denn auch eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen den Großmächten, also zwischen USA, China und vielleicht noch mit Russland-Beteiligung? Naja, wir wollen nicht den Teufel an die Wand malen. Niemand kann ein Interesse daran haben, dass es zu einem Dritten Weltkrieg kommt. Ich glaube, es war Albert Einstein, der gesagt hat, der Dritte Weltkrieg wird mit Atombomben geführt werden und der Vierte Weltkrieg mit Knüppeln und Steinen. Niemand wird heil herauskommen aus einer militärischen Auseinandersetzung, die nuklear ausgetragen wird. Und ich hoffe, dass es genügend Restverstand gibt auf Seiten aller Beteiligten, dass man diesen Weg nicht geht. Aber es besteht natürlich die Gefahr, dass eine Krise wie die, die wir jetzt erleben in der Ukraine, dass der dortige Krieg Akteure, und sei es, ohne dass sie es wollen, aber es kann in einer solchen Situation immer passieren, dass der falsche Mann im falschen Moment auf den falschen Knopf drückt und dann kann eine Eskalation entstehen, die möglicherweise nicht mehr aufzuhalten ist. Wir sollten alle uns fragen, wie wir diesen Krieg so schnell wie möglich beenden können. Lediglich auf diesen russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu reagieren, indem man mehr und mehr Sanktionen verhängt und mehr Waffen in die Ukraine liefert, das alleine wird nicht ausreichen. Es bedarf des Gespräches. Und ob es uns gefällt oder nicht, Russland wird unser geografischer Nachbar bleiben. Putin wird möglicherweise noch lange Jahre an der Macht bleiben. Das alles muss uns nicht gefallen. Wir können es aber nicht ändern. Und insoweit sollten wir uns darauf einstellen, dass wir, sobald dieser Krieg beendet sein wird, hoffentlich auch wieder eine tragfähige, belastbare Beziehung aufbauen können. Die kann auf Distanz funktionieren. Man muss sich nicht umarmen, man muss sich nicht lieben. Hier gibt es zu viele Beteiligte mit zu viel Dreck am Stecken. Aber Pragmatismus ist gefordert. Dämonisierung allein führt nicht weiter. Ja, absolut, absolut. Jetzt sehen wir aber auch, dass dieser Konflikt natürlich große Kollateralschäden mit sich bringt. Wir sehen zum Beispiel also in Ägypten, dass Ägypten 80% der Weizenimporte aus der Ukraine, aus Russland bekommt. Und wir wissen ja auch, dass der arabische Frühling eigentlich der Hauptgrund war natürlich, dass die Weizenpreise auf $300 gestiegen sind. Jetzt sind wir bei $400 und Hauptabnehmer der Weizenimporte oder der Exporte aus Ukraine und Russland sind vor allem die Maghreb-Staaten. Erwarten Sie da soziale Unruhen? Werden wir einen zweiten arabischen Frühling sehen? Ob es einen weiteren arabischen Frühling gibt, das wage ich zu bezweifeln, weil diese Regime so repressiv aufgestellt sind, dass die Bevölkerung doch mittlerweile weitgehend unter Kontrolle haben. Aber Hungerrevolten sind jederzeit denkbar. Also man darf das nicht unterschätzen. Ja. In der Tat so, wie Sie gesagt haben, dass Länder Nordafrikas und des Nahen und Mittleren Ostens zu einem erheblichen Teil abhängig sind von Weizenlieferungen aus der Ukraine und aus Russland. Und die brechen zurzeit weg, beziehungsweise die Preise gehen durch die Decke. Alleine im Libanon sind die Weizenpreise innerhalb von einem Monat um mehr als 300% gestiegen. Das sind immense Summen, vor allem wenn man sich vor Augen hält, dass in einem Land wie dem Libanon, das sehr viele verschiedene Probleme hat, mittlerweile 4/5 der Bevölkerung am Rande oder unterhalb der Armutsgrenze leben. Also wer von der Hand in den Mund lebt, sowieso schon, und dann auch noch solch explodierende Preise zu zahlen hat, das geht auf Dauer nicht gut. Und wenn in einem Land mit 100 Millionen Einwohnern wie Ägypten die Dinge ins Rutschen kommen, weil die Leute schlichtweg Hunger haben, dann wird es wirklich gefährlich. Und in der gesamten Region drohen solche Aufstände. Die Verwerfungen, die dieser Krieg mit sich führt, zwischen der Ukraine und Russland, zwischen Russland und der Ukraine, führt zu wirtschaftlichen Verwerfungen,
die wir in ihrer Langfristigkeit noch gar nicht einschätzen können. Ja. Die Europäische Union hat jetzt ja beschlossen, Kohle aus Russland nicht mehr zu importieren. Das ist eine politische Entscheidung gewesen, kann man natürlich machen. Das Ergebnis ist, dass bereits am Tag nach diesem Beschluss in Brüssel die Kohlepreise in Indonesien durch die Decke gegangen sind. Denn Indonesien ist neben Australien einer der Hauptlieferanten für Kohle. Indonesien und Australien liegen nicht gerade um die Ecke. Das kostet also sehr viel Geld, die Kohle von dort hierher zu bringen nach Europa. Diese ganzen Kosten sind alle nicht eingepreist in diese politischen Überlegungen, wie können wir jetzt Russland die rote Karte zeigen. Ja. Und ich fürchte, dass die politischen Akteure bei uns dieses vielfach unterschätzen, was das alles für unsere Wirtschaft noch an Belastungen mit sich bringt. Vor diesem Hintergrund bin ich immer wieder baff erstaunt, mit was für einer Leichtfüßigkeit selbst Minister oder maßgebliche Meinungsmacher immer wieder dafür plädieren, dass man die Gaslieferungen aus Russland sofort einstellen sollte. Das ist ökonomischer Selbstmord, wenn Deutschland dieses tun würde, wenn Europa dieses täte. Da würden übrigens auch viele Europäer nicht mehr mitmachen. Die EU bemüht sich zwar um ein einheitliches Bild in der Konfrontation oder in der Ablehnung des russischen Vorgehens in der Ukraine, aber das sind doch sehr, ist eine sehr brüchige Einheit. Also die kleineren osteuropäischen Länder wie Ungarn beispielsweise, die können sich den Luxus nicht erlauben, auf russisches Gas zu verzichten. Kurzum, niemand kann gewinnen, wenn man nur auf Konfrontation setzt, aber im Augenblick fehlt das Augenmaß. Mhm, absolut. Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen? Ich würde mir wünschen, dass möglichst viele Menschen dieses Buch Hybris am Hindukusch lesen, wie der Westen in Afghanistan scheiterte. Denn dieses Buch enthält gewissermaßen eine Blaupause, die erklärt und die verstehen hilft, warum Kriege selten das erreichen, was ihre Urheber ursprünglich anstrebten. Am Ende kann eine Katastrophe stehen und diese Katastrophe bezahlen dann Millionen Menschen. Und das kann nicht der Sinn sein. Von Willy Brandt stammt der berühmte Satz, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Ja. Und ich glaube, dass diese Erkenntnis, die Willy Brandt natürlich gegeben war aufgrund seiner eigenen Kriegserfahrungen, diese Erfahrungen jener Kriegsgeneration, die gibt es in der Generation derer, die heute das Sagen haben, in der Generation der 40- bis 60-Jährigen, nur noch in Ansätzen. Und man scheint sehr siegesgewiss zu sein. Man glaubt, mit massiven Boykottmaßnahmen, mit dem Schwingen von Keulen rhetorischer Art gewissermaßen den Gegner niederringen zu können. Das ist aber ein sehr kurzfristiges Denken. Und wir schulden es unseren Kindern und Enkeln, wir schulden es dem Frieden auf der Welt, dass wir diesen Weg nicht beschreiten. Nur mal am Rande möchte ich daran erinnern, dass ja die große Herausforderung unserer Zeit der Klimawandel ist, von dem im Augenblick niemand mehr redet. Und es ist ja auch nicht frei von Ironie, wenn ausgerechnet die Partei der Grünen nunmehr auf russisches Gas verzichtet, nicht nur sie möchte darauf verzichten, und stattdessen importieren wir Flüssiggas, Frackinggas aus den USA, das so umweltschädlich gefördert wird, dass es eigentlich verboten gehört. Aber die EU hat jetzt ein Kooperationsabkommen mit den USA geschlossen für die Lieferung von Flüssiggas, Frackinggas, das wie gesagt sehr umweltschädlich gefördert wird. Ja. Alles passt nicht zusammen. Und da würde ich mir denken, dass hier die politischen Akteure mehr nachdenken. Und ich würde mir wünschen, letztes Wort, dass es wieder mehr öffentliche Debatten gibt, nicht mehr nur eine von Talkshows vorgegebene, sehr verengte Debattenkultur, wenn man sie denn so nennen will, wo stets dieselben Akteure, die sich nur in Nuancen unterscheiden, immer dieselben engen Horizonte bemühen, die aber meist nicht helfen, einen neuen Weg zu beschreiten. Absolut, ja. Es riecht nach Inzest in den Talkshows, sage ich immer so ein bisschen despektierlich. Sie waren ja früher auch viel eingeladen, waren auch viel in Funk und Fernsehen. Jetzt nicht mehr so sehr. Reden Sie zu sehr die Wahrheit oder was ist da der Auslöser, dass man Sie kaum noch in den öffentlichen Medien sieht? Darüber kann ich nur spekulieren. Ich weiß es nicht, aber grundsätzlich kann man sicherlich beobachten, dass die Entfernung von einer als richtig empfundenen Wahrnehmung, wenn sie denn zu groß wird, nicht dazu fördert, dass man an Popularität zunimmt. Und bestimmte Wahrheiten auszusprechen, zum Beispiel über den Afghanistan-Krieg und auch die sehr fragwürdige deutsche Rolle in diesem Krieg,
Das mag nicht jedem gefallen. Das ist aber notwendig, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Denn wenn man nicht aus den Fehlern, die man selber gemacht hat, lernt, dann ist man dazu verurteilt, sie immer wieder zu wiederholen. Absolut. Jetzt wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt, das Interview zu beenden, aber jetzt haben Sie mir noch einen Stichpunkt gegeben, Oberst Klein und die tragische Rolle der deutschen Bundesregierung in diesem Afghanistan-Krieg. Vielleicht möchten Sie das noch kurz noch ausführen für die Zuschauer. Also um ganz ehrlich zu sein, ich würde empfehlen, das nachzulesen in meinem Buch, Hybris okay. Angebot. Da kann man das detailliert nachlesen. Das ist sehr deprimierend zu sehen. Kann ich so bestätigen. Also dahingehend möchte ich auch allen Zuschauern nochmal dieses sehr kluge und interessante Buch von Herrn Lüders ans Herz legen. Ich werde es unten natürlich verlinken. Auch die anderen Bücher von Herrn Lüders sind absolut lesenswert. Ich habe davon viele, viele gelesen und ich war jedes Mal danach um einiges klüger, weil sie wirklich eine Koryphäe sind, eine Experte sind. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar gebt, wie ihr dieses Interview fandet, wie ihr zum Afghanistan-Krieg standet, wie ihr zu der Rolle der USA steht und natürlich, wenn ihr dieses Video kräftig teilt und einen Daumen nach oben gebt. Und Sie, Herr Lüders, würde ich gerne wieder einladen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte mit Ihnen stundenlang reden. Das war sehr, sehr kurzweilig. Ich glaube, auch das Publikum würde es sehr honorieren, was Sie an klugen Aussagen hier getätigt haben und würde mich freuen über eine Wiederholung sozusagen, eine Fortsetzung. Inshallah, vielen Dank für das Interesse. Inshallah. Und gute Ihnen und auch den Zuhörerinnen und Zuschauern. Vielen Dank, Herr Lüders. Schönen Tag.